Mein Name ist Thomas Gerdon von der Gerdon Design GmbH. Ich darf hier das Lichtdesign verantworten und wir sind auch noch verantwortlich für das Content Design. Ich bin Marek Papke von der Gerdon Design GmbH und ich bin hier zuständig für die Bespielung der Medienflächen über den Medienserver sowie für das Content Design aller grafischer Inhalte der Show. Wir sind hier im Admiralspalast in Berlin bei entspannten 30 Grad. <laughs> und äh, bereiten uns hier gerade auf die Show 40 Jahre Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger vor. Bin mit fünf Kollegen hier vor Ort. Ähm, wir haben einen Weißlichtoperator. Wir haben einen Oberbeleuchter. Wir haben einen Effektlichtoperator. Wir haben einen Medienserveroperator und einen Medienserver Farmer. Also grundsätzlich wollte ich weder eine ganz moderne Sendung haben noch äh, jetzt total vintage, äh, eher sowas äh, dazwischen. Und ich glaube, das ist uns hier ganz gut gelungen. Also wir haben ziemlich viele robe Pats, die so ein bisschen diesen retro-vintage Charakter aufgreifen. Das Set hat auch äh, durchaus Retro-Elemente. Gerade im Content Design haben wir natürlich eine besondere Herausforderung, weil wir einen Spagat wagen zwischen äh, Comedy, 40 Jahre Supernasen, ne? natürlich ein Kultformat. Äh, und natürlich auch unsere Grafiken dementsprechend auf, auf dieses Kultformat und die äh, ja, Komödie äh, der letzten äh, Supernasenfilme anpassen. Und äh, wir haben ja wirklich äh, interessante Contents. Äh, die sind bunt und knallig, genauso wie die Supernasen das damals gemacht haben ähm, und bringen das hier zusammen mit einer modernen Show im Admiralspalast. Und es äh, funktioniert wirklich gut. Grundsätzlich sind wir aber, glaube ich, in der Bildsprache dann doch... Modern und äh, dem trägt das äh, Design auch im Großen und Ganzen an Rechnung. Unsere Hauptpersonenlampen äh, sind S350 Wash und S350 Spot von GLP. Das war auch hier für den Einsatz ein konkreter Wunsch von mir, ähm, weil wir hier eben in einem Theater sind, wo wir, wenn die Züge einmal oben sind, weil an den Zügen hängen auch äh, Set-Elemente, äh, die Züge können nicht mehr verfahren werden. Wir können hier natürlich nicht mit dem Steiger fahren. Also war, war es mir sehr wichtig oder war es essentiell, dass wir eben äh, Moving Lights nutzen. Dann äh, war der S350 bei mir eigentlich erste Wahl, weil er ist klein, er ist verhältnismäßig leicht, er hat trotzdem eine sehr, sehr gute Lichtausbeute. Wir haben ein sehr, sehr gutes Weiß äh, und können eben dann mit auch Spot und Wash eben in derselben Produktfamilie äh, bleiben und, und äh, haben da ein sehr homogenes Produkt zueinander. Wir haben als Haupteffektlichtlampe den GT1 äh, als Hybridspot. Äh, X4 Bar 20 und X4 Bar 10, um die roten Samtvorhänge, die ja im Set einmal komplett außen rumgehen äh, zu beleuchten. Wir haben Mac Aura von Martin dabei. Wir haben einen ganzen Haufen Astera dabei, um hier äh, im Saal zu beleuchten. Wir haben p 6 dabei. Wir haben von ehrgeiz die Fusion Stick FS16z. Die in der Showbühne zum Einsatz kommen. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, eine große Zahl an robe Patz, die so ein bisschen den Vintage-Look äh, mit aufnehmen. Und das war, glaube ich, alles. Dann haben wir uns äh, Gedanken gemacht, okay, natürlich brauchen wir äh, eine ausreichende Helligkeit. Ähm, trotzdem eine kompakte Bauform, trotzdem leichtes Gewicht. Dann wäre es schön, wenn es in dieser Produktfamilie Spot und Wash gäbe. Dann wäre LED gut, weil ähm, Hitze und Lärmentwicklung natürlich auch ein Thema sind. Und dann hat sich das sehr sehr schnell auf den S350 eben konzentriert. Dann, was in letzter Zeit ja immer immer wichtiger wird, ist die Marktverfügbarkeit. Also es nutzt ja nichts, wenn es das Traum Moving Light gibt, äh, ich es aber nirgendwo bekomme oder es für, für viel Geld, ich übertreibe jetzt aus Amerika eingeflogen werden muss, dann äh, nützt mir das natürlich auch nichts. Und die Lampe hat äh, diese ganzen Anforderungen erfüllt und äh, deshalb wurde sie dann hier spezifiziert. Und beim Effektlicht... Ähm, war der GT1 ein Wunsch, weil er eben auch in die GLP-Familie passt. Aber auch, wir haben äh, ziemlich viele GT1 auf der Bühne stehen, die dann auch im Kamerabild sind. Und dann ist eben dieses schlanke GT1 S350 Design ohne Base, äh, das kommt dann schon ganz gut, wenn wir das so in der Kamera sehen. Und das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Für die Vorhänge X4 Bar20 Standard Workhorse, wenn ich äh, Vorhänge, Wände oder sonst was beleuchten will. Ich habe eine Einzelpixel-Ansteuerung, das heißt auch in den Showtiteln kann ich sie sehr individuell benutzen. Pan Tilt, äh, jetzt hier. Äh, macht sich das besonders bemerkbar. Der, der Vorhang hängt jetzt im Aufbau so und morgen in der Probe so. Und dann muss ich nicht immer hingehen, sondern kann mit dem Tilt eben das alles noch mal ein bisschen nachrichten. Äh, genau dasselbe gilt für den Zoom. Also da war das schon das Mittel der Wahl. Fusion Stick FS 16Z finde ich mittlerweile oder aktuell fast den besten LED-Stick, den es gibt weil die GLPs halt einfach wirklich gut zuhören. Ich habe äh, Pixel, die relativ nah aneinander sind. Ich ähm, habe nochmal diesen, äh, sie nennen es Halo-Ring, äh, man könnte auch Frostring sagen, was wirklich in der Kamera nochmal einen Unterschied macht. Ich habe einen Zoom, ich habe eine ver äh, vernünftige Farbmischung. Ähm, ist einfach ein, ein sehr, sehr, sehr äh, versatiles Produkt. Bei einer On-Location-Produktion will ich ja natürlich auch meine Location verkaufen. Und hier äh, im Admiralspalast, wir haben äh, ein wunderschönes Gebäude, wir haben den wunderschönen Kronleuchter. Ähm, und um die Decke und hier, ich sag mal, den Raum hier oben zu inszenieren, äh, brauchst du einen sehr, sehr guten, ordentlich hellen LED-Fluter. Da ist ein P6 ja zu Recht der Standard, könnte man sagen. Wir haben hier ein Green Hippo Boreal Plus MK2 im Einsatz, eine heiße Maschine und eine Backup-Maschine, und die bespielen hier unsere Medienflächen. Das wären zum einen die LED-Wand sowie die zwei Projektoren hier fürs Publikum. Wir arbeiten schon sehr lange mit den Geräten von Green Hippo zusammen, weil die einfach sehr flexibel einsetzbar sind, sehr schnell einsetzbar sind. Wir bedienen die komplett über das Grandhamar-System, was uns einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Und da sind die Geräte einfach die besten am Markt. Die äh, Setkanten haben wir natürlich äh, komplett in Schnickschnack äh, ausgeführt, in dem Fall sind das B-Streifen, also segmentweise ansteuerbar pro Stufe. Ja, ist auch heutzutage eigentlich im Fernsehen ein Standard, weil ist ja klar, wenn ich ein, eine schwarze Lackplatte habe, die natürlich sehr wertig aussieht, ähm, und dann habe ich eine Stufe und die Stufe wäre schwarz. Dann sehe ich überhaupt nicht, dass ich eine Stufe habe. Und so habe ich eine schöne Höhenstaffelung, die auch eine Bildpräsenz hat. Und da ist auch schnickschnack zu Recht äh, der Standard. Ein besonderes und großes Setteil ist das Kultometer. Mit dem Kultometer wird äh, in der Sendung festgestellt, ob die Supernasenfilme Kult waren oder nicht. Äh, ich kann so viel verraten. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass sie Kult waren. Und auch dieses Set-Teil ist komplett mit äh, Schnickschnack bestückt und auch die Auswertung, also die Staffelung der Kultstufen können dann von uns eben quasi äh, angesteuert werden und auf Abruf aus dem Ü-Wagen dann äh, angesteuert werden. Hier im Saal haben wir Astera AX5. Und zwar im Erdgeschoss einmal rundrum ums Publikum, einmal hier im Oberrang rundrum um das Publikum und ganz oben auf dem Oberrang auch nochmal. Das dient zum einen zur Effektbeleuchtung, also um die Halle eben mit in die jeweiligen Lichtstimmungen zu nehmen, blau, rot und so weiter. Aber zusätzlich hat das für uns noch einen weiteren Benefit. Und zwar ist es so, wenn man sich hier die Halle anschaut, die Sitze gehen bis ganz hinten an die Wand. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche Publikumshinterlichter zu installieren. Also nutzen wir quasi den Bounce, den die Asteras auf die Wand machen und an die Decke machen und erzeugen uns so ein minimales Publikumshinterlicht und helfen uns da so ein bisschen, das fehlende Hinterlicht zu ersetzen. Beim FOH haben wir äh, drei aktive Geräte, GrandMA3 Full-Size, ähm, für jeweils die drei Operator und noch zusätzlich zwei Backup äh, GrandMA Full-Size. Da haben wir zum einen den Weißlichtoperator, ähm, dann haben wir einen Showlichtoperator und einen Medienserveroperator. operator ähm, und dann haben wir natürlich in der Mitte noch äh, einen Platz für äh, Lichtdesign und Oberbeleuchter, die jeweils dann noch mit kleinen Remote-Pulten Follow-Spots sowie verschiedene Helligkeitswerte steuern können. Außerdem haben wir noch zwei Light Commander, zwei gute alte. Früher hat man gesagt, das Beistellpult, darüber steuern wir die Follow-Spots. Also beziehungsweise passiert das über einen DMX-In dann auch über die Grendama, aber davon von dort aus werden eben die Follow-Spots und die Kamera vor der Lichter gesteuert, äh, weil der nicht der Sichtoperator da nicht unbedingt Zeit hat, sich da auch noch mit drum zu kümmern. Die Frage, braucht es das am FOH? Da könnte man jetzt eine Grundsatzdiskussion beginnen. Kann man diese Produktion auch mit zwei oder drei Grand MA Lite machen? Oder braucht man drei oder zwei Grand MA Full Size? Man könnte da eine Grundsatzdiskussion beginnen, ob es diese, diese Pulte in der Zahl und in der Größe braucht. Ähm, das hat aber für mich eigentlich gar nichts mit Größe und Art des Pultes zu tun, sondern wir haben halt dieses Pult als unseren Standard festgelegt. Und unsere Operator sind gewohnt, mit diesen Pulten zu arbeiten und haben eine Arbeitsmethodik, die dieses Pult bedarf. Und deswegen wäre die Antwort auf deine direkte Frage, ja, es braucht das. Ähm, aber das hat nicht die Gründe, dass es mit einem kleineren nicht geht, sondern dass unsere Arbeitsmethodik eben darauf aufgesetzt ist, dass wir mit diesen Pulten äh, so am schnellsten und am effizientesten arbeiten. Grandma ist hier für uns äh, eigentlich ein unabdingbares Tool am FOH, weil sie einfach die Möglichkeit bietet, dass wir alle zusammenarbeiten. Das heißt, alle Operator, Showlicht, Weißlicht und Medienserver arbeiten in einem großen System, können sich Trigger hin und her schicken. Das heißt, ich muss nicht äh, auf ein Go warten, um zum Beispiel einen Lichtstimmungswechsel zu machen und um einen Contentwechsel zu machen, sondern wir können Sachen verlinken, sodass nur noch ein Knopf gedrückt werden muss oder wir können uns viel besser in Helligkeitsbereichen abstimmen, wenn es nicht einfach drei getrennte Systeme sind, sondern einfach alle in einem großen System. System arbeiten, das macht die Grand -Emma einfach am besten von allen. Und deswegen haben wir die hier auch im Einsatz. Ich würde nicht sagen, dass die Grand immer prädestiniert ist für die, äh, für die Jobs, die wir machen, weil wir machen ja äh, vom Rock'n'Roll über Fernsehen, über Corporate eigentlich alle Bereiche. Ähm, aber sie ist prädestiniert für die Arbeitsweise und, und die Arbeitsmethodik, in der, der wir arbeiten. Ja? Also bei uns ist es normal, dass sich ein Kollege um das Personenlicht kümmert und der andere ums Effektlicht. Das geht in einem Multi-User-Environment am besten. Ähm, bei uns ist es normal, dass äh, oder ich glaube in fast jeder Produktion ist es normal, dass kurzfristige Änderungen entstehen ähm, und wenn dann eben nichts umgehangen werden muss, sondern der Effektlicht-Kollege sich vom Weißlicht-Kollegen was klauen kann oder andersrum, äh, ist das auch ein, ein, ein Vorteil für, für die Produktion und den Arbeitsablauf. Der Prozess des Contents erstellens geht deutlich äh, im Voraus los. Ne? Wir setzen uns mit der Redaktion dieser Sendung zusammen, die wirklich inhaltlich bestimmt, was soll passieren, sprechen mit denen, was haben wir für Showacts, was haben wir für Spielsituationen zum Beispiel, was brauchen wir für Hintergründe, für die Medienflächen. Und dann ähm, läuft es so ab, dass wir. Äh, Ideen sammeln, ein Moodboard erstellen, das wir dann der Redaktion präsentieren und ähm, dann geht es in die Content-Erstellung. Normalerweise ist der dann tatsächlich mal mindestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, vor Aufbaubeginn schon fertig und abgestimmt äh, und kann dann vor Ort in den Medienserver übergeben werden, sodass er dann auch zugespielt wird. Content Design äh, ist natürlich ein sehr breit gefächertes Spektrum. Ne? Das heißt, wir arbeiten mit vielen Programmen zusammen. In erster Linie natürlich Adobe After Effects, was wir da einfach benutzen, um 2D-animierte Grafiken zu machen. Wenn es in den Bereich 3D geht, arbeiten wir auch mit äh, Cinema 4D zum Beispiel, mit Blender, mit Unreal Engine zusammen, äh, wo wir halt einfach sehr viele Möglichkeiten haben, auch 3D-Content zu entwerfen. Content Creation hat auf jeden Fall mittlerweile einen sehr großen Stellenwert bei uns. Wir haben viele Projekte, bei denen wir neben dem Lichtdesign auch noch das Content Design anbieten und das bietet natürlich unfassbar viele Energieeffekte nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Alles aus einer Hand. Wir können es viel besser abstimmen, als wenn Firma B den Content macht und wir machen das Lichtdesign dazu. Wir können im Büro darüber reden, wie sieht ein Look aus, wie sieht dieser Titel zum Beispiel für uns im Content aus, wie sieht er im Licht aus, kommen auf die Produktion und haben direkt einen abgestimmten Look, wo Content zum Licht passt. Das heißt, das Thema Content Design nimmt bei uns auf jeden Fall einen sehr großen Stellenwert mittlerweile ein. Wir versuchen bei jeder Produktion, bei der wir auch ein Lichtdesign. Anbieten, auch das Content-Design dazu anzubieten, einfach um diese Vorteile zu nutzen. Also, wenn wir jetzt hier vor Ort produzieren, dann haben wir vielleicht 1000 Gäste hier im Saal. Ähm, wenn es ausgestrahlt wird, haben wir im besten Fall um die 5 Millionen, 6 Millionen Zuschauer. Dann ist klar, dass der Zuschauer oder dass dem Zuschauer am Bildschirm die größere Aufmerksamkeit zukommen muss, dass der Zuschauer zu Hause das perfekte Erlebnis geboten bekommen muss. Und wenn jetzt dadurch jemand hier im Saal geblendet wird, dann, dann ist das so.